Ja, was ist nun ein Jahr von dieser Geschichte? Und wer wollte wohl geizen mit Zeit und Geduld um ihretwillen? Geduld übte Josef und musste leben dabei und den Staats- und Handelsmann abgeben in Ägyptenland. Geduld übten die Brüder wohl oder übel mit Jakobs Starrsinn. Und so tat Benjamin, indem er die Neugier bezwang auf seiner Reise und auf den neugierigen Markthalter. Wir haben es von ihnen allen am besten. Nicht etwa, weil wir schon wissen, wie alles kam. Das ist vielmehr ein Nachteil gegen die, die in der Geschichte lebten und sie am eigenen Leibe erfuhren. Denn Lebensneugier müssen wir schaffen, wo von Rechts wegen gar keine sein kann. Aber den Vorteil haben wir über jene, dass uns Macht gegeben ist, über das Maß der Zeit und wir es dehnen und kürzen können nach freiem Belieben. Wir müssen das Wartejahr nicht ausbaden in allen seinen Täglichkeiten, wie Jakob tun musste mit den Sieben in Mesopotamien. Erzählenden Mundes dürfen wir einfach sagen, ein Jahr verging. Und siehe, da ist es herum und Jakob ist mürbe. Dürre und Teuerung drückten und nicht einmal einen ganzen Umlauf dauerte es, bis Jakob mürbe war. Die Speise, die seiner Söhne erfreulich unheimlicherweise umsonst bezogen, war aufgezehrt, sie war nicht viel gewesen unter so viele und neue war hierzuland auch für teures Geld nicht zu haben. Schon ein paar Monate früher denn als voriges Jahr leitete Israel das Gespräch ein, auf das die Brüder gewartet hatten. »Wie dünket euch«, sagt er, »ist es nicht also, dass ein Widerspruch klafft und eine Ungereimtheit obwaltet zwischen meinem Vermögensstande, den ich bewahrt und vermehrt, seit ich die staubigen Riegel brach von Labans Reich, und diesem Ungemach, dass wir schon wieder des Saatkorns und Mehlgebäcks entbehren und eure Kinder nach Brot schreien?« »Ja«, meinten sie, »das brächten die Zeiten so mit sich.« »Es sind seltsame Zeiten«, sagte er, »wo einer vollreife Söhne hat, eine ganze Mannschaft, und ließ es mit Gottes Hilfe nicht fehlen, sie sich zu erzeugen. Sie aber sitzen auf ihren Gesäßen und rühren sich nicht, dem Mangel zu steuern.« »Das sagst du so, Vater. Aber was soll man machen?« »Machen? In Ägypten ist Kornmarkt, wie ich von mehreren Seiten höre. Wie wäre es, wenn ihr euch die Reise zumutet und führet hinab, uns ein wenig Speise zu kaufen? Das wäre schon recht, Vater. Wir zögen schon. Aber du lässt außer Acht, was uns der Mann da unten hart eingebunden hat, wegen Benjamins, dass wir sein Angesicht nicht sehen sollten, ohne es wäre denn unser Bruder mit uns, der Jüngste. Gib uns Benjamin mit und wir reisen.« Jakob seufzte. »Ich wusste«, sagte er, »dass das kommen werde und dass er mich nun wieder quälen würde des Kindes wegen.« Und laut schalt er sie: »Unselige, Unbedachte, musstet ihr auch schwatzen und trätschen vor dem Mann und eure Bewandtnisse leichtfertig auskramen, dass er nun weiß, ihr habt noch einen Bruder, meinen Sohn, und mochte nach ihm verlangen? Wärt ihr würdig beim Handelsgeschäft geblieben, ohne Geträtsch, so wüsst ihr gar nichts von Benjamin und könnte nicht mein Herzblut zum Preise setzen für Semmelmehl. Ihr verdientet, dass ich euch alle verfluchte.« »Tut das nicht, Herr«, sprach Juda, »denn was würde aus Israel? Sondern bedenke, in welcher Not wir waren und wie genötigt, ihm reinen Wein einzuschenken, da er uns zusetzte mit seinem Verdacht und uns nach unserer Freundschaft verhörte. Denn er verhörte uns so genau und wollte wissen, lebt euer Vater noch, habt ihr noch einen Bruder, geht es eurem Vater wohl? Und da wir ihm sagten, es gehe dir nicht so wohl, wie dir es gebührte, schalt er uns laut und zürnte, dass wir es dahin hätten kommen lassen.« machte Jakob und strich sich den Bart. »Geängstigt waren wir«, fuhr Juda fort, »von seiner Strenge und eingenommen von seiner Teilnahme. Denn es ist doch nicht wenig, wenn einem solche erwiesen wird, so angelegentlich von einem Großen der Welt, von dem man abhängig ist für den Augenblick. Das öffnet wohl dem Menschen das Herz und macht mitteilsam, wenn auch nicht trätschig.« »Und wie hätten Sie auch voraussehen können«, fragte Jehuda noch, »dass der Mann gleich nach dem Bruder verlangen und ihnen auferlegen würde, bringt ihn hernieder.
Er war es, der Geprüfte, der heute vornehmlich sprach. So war es ausgemacht zwischen ihnen für den Fall, dass Jakob Zeichen von Mürbigkeit gäbe, denn Reuben, da er recht ungeschickt und eher geschmacklos mit seinen beiden Söhnen dahin geschossen, dass Jakob sie erwürge, war schon zurückgewiesen, und Levi, obgleich stark betroffen durch den Verlust seines Zwillings und nur noch ein halber Mann seitdem, konnte nicht vorgeschickt werden, von wegen Schekems. Juda aber sprach vorzüglich mit männlicher Wärme und überzeugend. »Israel«, sagt er, »überwinde dich, und sollst du ringen müssen mit dir selbst bis zum Morgenrot wie einst mit einem anderen. Dies ist eine Jabboksstunde. Wolltest du doch daraus hervorgehen wie ein Held Gottes. Siehe, des Mannes Sinn dort unten ist unwandelbar. Wir sehen ihn nicht, und Leas Dritter bleibt dem Diensthaus verfallen. Auch ist kein Gedanke an Brot, es sei denn Benjamin mit uns. Ich, Juda, bürge für ihn. Lass ihn mit mir ziehen an meiner Seite, und ich will ihm Vater und Mutter sein, wie du es bist, unterwegs und im Lande drunten, dass sein Fuß nicht an einen Stein stoße, noch die Laster Ägyptens seine Seele beflecken. Gib ihn mir in die Hand, dass wir endlich reisen und leben und nicht sterben, wir, du und unsere Kindlein.« »Bis zum Frührot«, antwortete Jakob, »gebt mir Bedenkzeit.« Und morgens hatte er sich ergeben und bei sich eingewilligt, den Benjamin auf die Reise zu geben, die nicht nach Schekem, nur ein paar Tage weit, sondern wohl 17 Tage weit ins Untere führte. Er hatte rote Augen und ließ es nicht an Ausdruck dafür fehlen, wie hart der zwangvolle Entschluss seiner Seele angekommen war. Da er aber wirklich so hart mit der Notwendigkeit gerungen hatte und nicht bloß so tat, sondern es nun auch würdig, leidend und groß zum Ausdruck brachte, so war es höchst eindrucksvoll für jedermann, und ergriffen sprachen die Leute: »Seht, Israel hat diese Nacht sich selbst überwunden.« Das Haupt zur Schulter geneigt, sagte er: »Muss es denn ja so sein? Und steht es in Erz geschrieben, dass an mir alles ausgehen soll? So nehmt und tut's und zieht dahin, ich willige drein. Nehmt beste Dinge in euer Gepäck, für die man das Land besingt, dem Manne da zum Geschenk und zur Milderung seines Herzens Balsam, Öl, Tragakant vom Bocksdorn, Traubenhonig, den man mir dicklich eingekocht und den er mit Wasser schlürfen oder den Nachtisch sich damit süßen möge, auch Pistaziennüsse und Terebintenfrucht, und nennt es wenig vor ihm. Nehmt ferner doppelt Geld mit für neue Ware und die vorige, da ich mich erinnere, dass euch das erste Mal euer Silber oben in euren Säcken wieder geworden ist. Mag da ein Irrtum geschehen sein. Und nehmet Benjamin. Ja, ja, ihr versteht mich recht. Nehmt ihn und führt ihn hinab zu dem Mann, dass er vor ihm stehe. Ich willige drein. Ich sehe, es malt sich Bestürzung in euren Zügen, ob meines Entschlusses, aber er ist gefasst. Und Israel schickt sich an zu sein wie einer, der gar seiner Kinder beraubt ist. El Shaddai aber, brach er aus, die Hände zum Himmel erhoben, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren andern Bruder lasse und Benjamin. Herr, nur auf Borg und Rückgabe gebe ich ihn dir dahin auf die Reise. Kein Missverstehen sei zwischen dir und mir. Ich opfere ihn dir nicht, dass du ihn verschlingest wie mein anderes Kind. Ich will ihn zurückhaben. Gedenke des Bundes, Herr, dass des Menschen Herz fein und heilig werde in dir und du in ihm. Bleibe nicht hinter dem fühlsamen Menschenherzen zurück, Gewaltiger, dass du mir den Knaben veruntreust auf der Reise und wirfst ihn dem Untier vor, sondern mäßige dich, ich flehe dich an, und erstatte mir redlich die Leihgabe zurück. So will ich dir auf der Stirne dienen und dir verbrennen, was deine Nase entzückt, die besten Teile.« So betete er empor und traf dann Anstalten zusammen mit Eliezer, eigentlich Damasek, den Todessohn abzufertigen für die Fahrt,
und ihn zu versorgen dafür wie eine Mutter. Denn in nächster Frühe sollten die Brüder sich aufmachen, um zu Gaza drunten den Reisezug nicht zu verfehlen, der sich dort versammelte, und das kam der frohen Ungeduld Benonis zustatten, der überglücklich war, dass er endlich aus seiner symbolischen Eingesperrtheit, diesem immer zu Hause sein, das Unschuld bedeutete, entlassen sein und die Welt sehen sollte. Im Morgenlicht schieden die Brüder zur zweiten Reise, in gleicher Zahl wie das erste Mal, denn um einen waren sie weniger und um einen mehr. Die Hofleute standen umher und weiter innen die 10 ihre Tiere am Halfter. Aber ganz innen stand Jakob und hielt, was ihm geblieben war von der Frühgeliebten. Dazu waren die Leute gekommen, um zu sehen, wie Jakob von dem Behüteten Abschied nahm und sich zu erbauen an dem Ausdruck würdigsten Trennungsschmerzes. Lange hielt er den Jüngsten, hing ihm den Schutz um des eigenen Halses und murmelte an seiner Wange mit aufgehobenen Augen. Aber die Brüder schlugen die ihren mit bitter duldsamem Lächeln zu Boden. »Judah, du bist's«, sprach er endlich allen vernehmlich, »du hast dich verbürgt für diesen, dass ich ihn fordern solle von deiner Hand. Aber höre, du bist deiner Bürgschaft entbunden. Denn bürgt auch ein Mensch wohl für Gott? Nicht auf dich will ich bauen, denn was vermöchtest du wider Gottes Zorn? Sondern ich baue auf ihn allein, den Fels und den Hirten, dass er mir diesen erstatte, den ich ihm anvertraue im Glauben. Hört es alle, er ist kein Unhold, der da spottet des Menschenherzens und tritt in den Staub wie ein Wüstling. Er ist ein großer Gott, geläutert und abgeklärt, ein Gott des Bundes und der Verlässlichkeit. Und soll ein Mensch bürgen für ihn, so brauche ich dich nicht, mein Löwe, sondern ich selbst will bürgen für seine Treue. Und er wird sich's nicht antun, zu Schanden werden zu lassen, die Bürgschaft. Ziehet hin, sagte er und schob Benjamin von sich, im Namen Gottes des Barmherzigen und Getreuen. Aber hab dennoch ein Auge auf ihn, setzte er mit versagender Stimme hinzu und wandte sich gegen sein Haus hinweg.